Was geht? Fahrt wieder am Start. Hier kommt zum neuesten Unboxing-Video. Arriba, Freunde. Heute habe ich das Album von unserem Bruder Flair Colucci Limited Deluxe Edition. Hier ist das Prachtexemplar. Wie ihr seht, eine riesen Box mit Cooperation mit DevShop. Ja, ich habe mir die College-Jacken-Edition gegönnt. Weil, ja, keine Ahnung, einfach so. Es gab noch eine Variante mit einer Art von Colucci-Pullover. Oder eher ein maskulin Colucci, ja, so eine Art Pullover. Und ja, ich hätte mir auch diese Variante holen können, aber ich wollte eher die Box haben statt Bundle. Und ja, deswegen habe ich mir diese Edition, erworben. Ja, falls ihr die andere Edition auch sehen wollt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die ist sogar ausverkauft. Die gibt es nur noch bei Amazon. Aber ihr müsst selber in der Videobeschreibung abchecken, falls ihr es trotzdem haben möchtet, schaut nach. Vielleicht habt ihr noch etwas Glück und könnt beides noch erwerben. Wenn nicht, tut mir leid, hättest du vorher bestellt. Naja, auf jeden Fall, das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnippelt, zersägt sich halt jede Box. Jawohl. Und ich packe aus und wir schauen mal, wie die College-Jacke ist und der Rest der Boxinhalte. So. Auf jeden Fall, ihr habt das Album bestimmt schon tot gepumpt. Ich habe jetzt gestern Abend über Spotify auch reingezogen. Und ich muss sagen, ja doch, das ist Flairs stärkstes Album. Er hat abgeliefert. Er hat sich 1000-mal gesteigert, meiner Meinung nach. Und du merkst schon den Unterschied zwischen den alten Alben und jetzt diese Vision. Ja, das ist auch der König der Cover-Veränderer. Der Flair hat ehrlich dieses Cover von Colucci schon öfter geändert als meine Unterhose. Auf jeden Fall, Bruder, du bist einer, der immer so Perfektionist ist. Klar, dieses Foto habe ich gehört, das hat Prinz Pi gemacht mit seinem iPhone. Und dafür war Katja cool, ne? Vorher. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, der bezahlt, guck mal, Prinz Pi macht mit seinem iPhone einfach so just for fun ein Bild, ne? Und Katja Kuhl zahlt so voll viel Geld dafür, damit du ein perfektes Bild hast, so, ja, ne. Und die kostet ja auch was, weißt du? Fotografin etc. Und einfach mal mit dem iPhone, hat einfach dieses Cover genommen. Einfach mal hops genommen, die Katja. Naja, auf jeden Fall trotzdem geiles Bild. Ich muss sagen, beide Profil-Covern waren geil. Also ich hätte beides gefeiert. Daher, Wayne. Ich finde beides cool. So, wir fangen mal an. Auf jeden Fall, wir haben Papier am Start, kostenlos. Ne? Brauchst du nicht mehr zu kaufen. Für Schule kannst du diese Blätter benutzen. So, als erstes haben wir so Promo, Post, exklusiv. Achso, hier Merch-mäßig bei DevShop. Zieh dir das rein, kannst du erwerben. Als nächstes haben wir das Colucci-Album. So sieht das aus, in einem normalen Jewel Case, kein Super Jewel Case. Schade, ich feiere Super Jewel Case ein bisschen mehr. Aber das ist wieder so Oldschool-Feeling, deswegen ist das auch ein bisschen cool. Naja, eigentlich ist das Wayne, du hörst ja die CD, nicht diese Kassette, den Verpackung. Also den Case. So, ich zeige euch mal, schreibt gerne eure Trackliste in die Kommentare. Also, was ist dein absoluter Favorite? Also, ich finde mit dem Farid-Feature, ich weiß nicht, wie der heißt, Respektlose Jungs, zu krass. Ehrlich, die Kombination zwischen beiden schlagabtauschmäßigen Flavor, also den Style, finde ich geil. Und ja, ansonsten noch Bonustracks gab schon, die alle Songs sind schon draußen gewesen. Also insgesamt sind das ja 17 Songs, eigentlich auf dem Standard-CD 13, also ne, neue Songs. Und 4 davon sind das ja die Bonustracks, kann ich euch mal zeigen. Und ja, auf jeden Fall finde ich den Feature mit Farid krass. Pacify ist auch gut mit Sido, ist auch geile Kombi. Und Aditavil Feature auch ist geil. Stories. Eigentlich ist das Album cool, weißt du? Aber ich meine ja nur, ich kann ja gerne meine Top 3 Lieblingssongs machen, wenn ihr wollt. Da kann ich euch im nächsten Video mal sagen, wenn ich das so öfters reingezogen habe. Das ist jetzt nur mein Ersteindruck, ja? Das Album ist ja seit heute Nacht draußen. Oder gestern Nacht. Naja, ist ja auch egal. So, von innen sieht das so aus, Freunde. Ne, das meine ich, das hat Prinz Pi geschossen, das Bild. Sehr geil. Oh, okay, die Instrumental-CD ist auch am Start, aber mit einem anderen Cover. Das gefällt mir auch sehr. Und ja, geiles Bild. Kann man nehmen. Und zeige ich euch das Booklet, Freunde. Und ganz schnell, zack, zack. Die erste Seite. Die zweite Seite. Ne? Und die dritte Seite. Wow, wow. Wunderschönes Booklet. So, ich pack das mal so rein. Leg das mal zur Seite und weiter geht's. Wir haben eine Vinyl am Start. Wow, das ist... Oh, keiner kommt klar mit mir, Vinyl, Freunde. Das Prachtexemplar. Das war mein Lieblingsalbum vor... Okay, Vibe war auch geiles Album. Aber ich fand das hier wegen dem Oldschool-Flavor, weil das der Frank Wright war, fand ich das Album wirklich krass. Und ja, dass die das als Vinyl noch für uns fit gemacht haben, richtig geil. Ich weiß es nicht, ob ich das aufmachen soll. Das ist zu schade rum.
Also ich glaube, ich lasse das zu, Mann. Ich weiß, dass die Vinyl weiß ist, Freunde. Und das ist schon was Besonderes. Und ja, ich glaube, ich lasse das zu, weil ich habe das Album. Und als Rarität so mäßig, wenn das später mal wertvoll wird, ne, kann ich ja verkaufen, wenn ich kein Geld habe oder so. Aber sonst lasse ich das zu, glaube ich. Ja, ist schade rum. Versteht mich nicht falsch. Guckt lieber andere Unboxing an, wo die das ausgepackt haben. Ne? Könnt ihr irgendwie immer abchecken. Auf jeden Fall tut mir es leid, wenn ich das jetzt nicht auspacke. Einer wird es haten. Sagen, ey, du Pisser, du bist Unboxer und packst das nicht aus. Okay, aber das ist Rarität, Bruder. Das Album ist schon draußen gewesen 2014? Ich glaube schon. 14 kam das Album. Oder 15, ich will nicht lügen. Auf jeden Fall, ich glaube, man hat es auch ein Unboxing dazu gemacht. Jawohl. So. Freunde, jetzt kommen wir zur Jacke, zur College-Jacke. Boah, ich freue mich drauf. Guck mal, die Verpackung ist sogar mit Maskulin-Logo drauf geklatscht. Und das ist geil. Hm, riecht nicht streng, das finde ich geil. Und hier, das ist der Aufdruck, Freunde, der legendäre Aufdruck. Wow, Frank in klein geschrieben und white. Das fühlt sich super an. Uiuiui, was da leichter Ritter, Rastarito. Okay, nein, ist geil, also doch. Fällt mir. Und jetzt packen wir das mal komplett aus. Ich habe mir jetzt in XXL geholt, diese Variante, weil, ja, vielleicht wachse ich ja irgendwann rein. Oder auch nicht. Flair, kannst du mir eine Sonder-Limited-Edition machen mit 10x XL. Oder 8x, wer weiß. Mal gucken, vielleicht schwitze ich ja rein. Und ja, Freunde, trotzdem, puh, das ist die Rückseite. Ne? Ich weiß nicht, ist das Leder? Sind die Ärmel aus Leder? Doch, fühlt sich an wie Leder. Hm, schwierige Frage. Ist das Leder? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Ich sage, es ist Leder. Schreib, wenn Leder richtig ist. Jawohl, du hast recht. Leder ist es. Ja, wenn es Leder ist, ist das geil. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Vergiss nicht, die Box hat 42,99 € gekostet. Und die Jacke ist schon manchmal so viel wert. Manche packen das für 70 Euro in die Fanshop rein. Auf jeden Fall der Ärmel ist Choc-Güzel. Ne? Vorderseite zeige ich euch auch, selbstverständlich. Pass auf, Mashallah. Ne? Maskulin-Logo, Flair und diese Original-Qualitäts-Etikett, das ist original von Maskulin ist. So, ist jetzt falsch rum, ich weiß, aber ihr wisst Bescheid. Und ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen? Ich bin kein QVC für Arme, Nagoya. Für 99,99 € kaufen Sie es jetzt unter der Nummer 080. Nein, Spaß, ruf nicht an. Auf jeden Fall, ja doch, Qualität ist geil. Also, vergiss nicht, Merch. Das ist Boxinhalt. So, warte mal. Gucken wir mal hier. Oh, hier sogar mit Knöpfe. Guck, ich pack aus. Ne, Knöpfe. Zack, zack. Und hier den Reißverschluss. Ich will mal von innen fühlen, wie der Stoff ist. So, warte, ich mach ein bisschen mehr auf. Pass auf. Zack, zack. Okay, geil. Boah, Freunde, guck mal von innen. Also, das sieht schon mal edel aus. Also, das fühlt sich auch super an. Super bequem. Also, weich, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Fell ist oder was das für ein Stoff ist. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, falls du so Experte bist für Mode und so ein Scheiß. Ich habe aber keine Ahnung davon. Hier, ich zeige euch mal hier, dass es 2XL ist. Fokussier, ne, 2XL. Ja, ansonsten, keine Ahnung, schöne Jacke. Kann man nehmen, Freunde. Wow, ja, geil. Ja. Ich muss sagen, die Box hat mich wirklich überzeugt. Hätte ich mal noch eine gekauft und hätte ich mal den Bundle gekauft. Also die Colucci Pullover hätte ich auch gerne mal in den Händen. Um zu vergleichen, euch das zu zeigen und so. Schade, schade. Naja, auf jeden Fall, die Naht ist super. Gibt nichts zu beschweren. Nö, ist eigentlich gut. Und ja, Freunde, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß es ja nicht, Freunde. Ich finde es geil. Ich finde die Vinyl auch geil. Weißt du, schade, dass ich jetzt das nicht ausgepackt habe. Aber Freunde, sowas ist Rarität. Das ist wirklich was Besonderes. Guck mal hier die Trackliste. Ne? Dazu könnt ihr euch gerne in die Kommentare auch diskutieren, was dein Lieblingssong ist. Also hier finde ich zum Beispiel Bukek oder diese Feature. Ne, das war kein Feature. Flair vs. Frank Wright. Ist das hier drauf? Ja, Track 15. Flair vs. Frank Wright. Boah, wo ich gegenseitig fertig gemacht habe. Das war ein sehr krasser Track. Oder Gangster Frank Wright oder Outlaw. Outlaw heißt er. Ja, allgemein, das Album ist krass, Mann. Und ehrlich, als Nostalgie-mäßige, dass sie das in Deluxe-Box dazu gepackt haben. Eigentlich müsste ich das gar nicht. Nur der Polo, Dingsbums. Diese Jacke und diese CD, ne, Colucci, würde reichen. Du bezahlst 42 Euro, überleg mal. Das ist 20 Euro wert, CD ist 15 Euro wert. Die Jacke ist gratis, oder was? Was ist denn los mit dir?
Naja, Freunde, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Die Jacke ist krass. Einfach mal die legendäre, originale Frank White Jacke. Nicht dieselbe, aber ne, ist eine Kopie, könnte man sagen. Ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich küsse eure Popelnase. Und ja, das war's mit dem Unboxing. Euer Fatih. Und bis bald. Abonniert diesen Kanal. Arriba.